Was geht ab, Freunde? Willkommen jetzt zu einer weiteren kleinen Runde mit der Diablo 4 Beta. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich hatte Bock, mit euch nochmal bei den Barbaren reinzuschauen und habe mich bis hierhin gekämpft, wo wir jetzt mit dem Jäger beim letzten Mal aufgehört haben. Und werden jetzt erstmal kurz hier die Missionsvorgabe machen. Und ja, an der Stelle erstmal Dank für eure Unterstützung bis hierhin. Wenn ihr Bock habt auf mehr, wenn ihr Bock habt auch, dass wir, wie gesagt, das nächste Wochenende, wenn die wirklich offen ist, die Beta, nochmal in die anderen Klassen reinschauen, lasst mich das gerne wissen. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Und wir sprechen jetzt kurz mal mit der Wache. It's done. Good. You must feel as though a great weight has been lifted from you. Welcome to Kyovashad. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, guck mal hier, noch ein Level. So, also wie gesagt, ich habe mich bis hierhin gekämpft und habe jetzt auch selber schon mal geguckt, welche Fähigkeiten mir ganz gut gefallen. Und habe dementsprechend jetzt hier den Sprungschlag genommen. Der einfach so ist. Ja, das schön von oben raufkloppe mit meinem dicken Hammer hier. Und von der anderen Fähigkeit habe ich mir jetzt ausgewählt diesen Aufwühlen-Angriff. Wo wir dann wirklich so eine Welle nach vorne schießen und die richtig kräftig reinhaut. Hammer der Uhr an ist halt einfach wirklich ein Hammer, der einfach reinballert bis zum geht nicht mehr. Das Drehen haben wir ja schon gesehen, das hat mir jetzt nicht sonderlich gefallen. Das Zerteilen jetzt auch nicht unbedingt, ist auch nur so ein normaler Angriff mäßig, sieht zumindest aus. Doppelschwung schwingt halt so zwei kleine Waffen. Auch eher nicht so interessant, da finde ich das schon am coolsten, muss ich sagen. Und es haut auch wirklich gut rein, ey. Also das haut auch wirklich gut rein, das Ding. Und hier halt auch Raserei, ganz normale Zustecherei, alter kleine Reim. Also hier ist jetzt, ist okay, so, von den Fähigkeiten ist es okay. Für mich persönlich habe ich jetzt die kurzen mir persönlich rausgesucht und guten Loot habe ich jetzt auch schon gefunden auf dem Weg. Und jetzt würde ich sagen, checken wir mal hier die Stadt ab. Das haben wir noch nicht gemacht mit den anderen. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich habe ja bis hierhin nochmal jetzt gespielt mit dem Barbaren. Der macht schon echt Laune. Also alle drei Klassen machen Laune. Aber mir persönlich hat, glaube ich, sogar der Zauberer am meisten Spaß gemacht. Ich glaube, mir persönlich hat der Zauberer am meisten Spaß gemacht. Ja, aktuell. Vorrangige Quests führen neue Funktionen und Funktionen und Systeme ein und oder schalten diese frei. Okay. Ja, das ist halt Alchemist. Aha, guck mal hier. Trank aufwerten. Ach so. Das ist ja cool. Spielerstufe 10. Man kann seine Tränke aufwerten. Geil. Das ist ja nice. Das ist ja echt cool. Ja, ey, wie gesagt, wir werden jetzt nochmal in den Barbaren reinschauen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Vielleicht würde ich dann auch nochmal. Don't let the cold bite you too hard. Beim Zauberer weitermachen. Und den vielleicht nochmal ein bisschen weiter hochspielen. Aber es ist halt auch die Frage, was gab es jetzt nochmal als Belohnung, wenn man den Charakter auf Level 25 springt in der Beta? Und lohnt sich das auch wirklich? Was meint ihr? Hat es jemand von euch schon geschafft? Reparieren, gesamter Rahmen. Okay. Transmog, also das heißt einfach, das Aussehen wird gespeichert, ja? Ja, ist ja wie gesagt alles nur die Beta, ist ja eigentlich scheißegal jetzt. Gewöhnlich. Magisch. Reparieren, ja. Okay. Was haben die hier? Rüstungen? Ist ja alles schlechter, obwohl das ist besser. Aber. Ja. Ist halt jetzt eher uninteressant, oder? Das Zeug. Was ist das hier? Schnellreise wahrscheinlich, oder? Wegpunkt. Ja. Gibt es. Ja. Ringe und Amulette? Wird auf Spielerstufe 20 erst freigeschaltet. Juwelenschmied. Okkulist. Beutetruhe, Kommode. Waffen, bla bla bla. Was haben wir hier? Kuriositäten. Weltstufenstatue.
Heben der Stimmung, Nebenquest. Okay, gehen wir jetzt erstmal hier hin. So, what did you write on that piece of wood? Something about fear or cowardice, perhaps? Well, it matters little, I suppose. Okay, Erkundung Sanctuarius. Sanctuarius. Okay. Mit Wegpunkten könnt ihr frei durch Sanctuario, Schnellreise, bla bla bla. Ja, das habt ihr ja schon gesehen. Ihr könnt Ansehen verdienen, indem ihr verschiedene Aktivitäten auf dem ganzen Kontinent abschließt. Mhm. Der Erhalt von Ansehen bringt euch Belohnungen und bestimmte Grenzwerte ein. Ihr seht den Status eures Ansehens für jede Region auf der Karte. Okay. Not while I'm in town. I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what part he plays in all this. But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Ja, also wie gesagt, bei der Vollmission werde ich dann... Sway back. Cloudy eyes. This poor thing is practically crumbling. With what you're paying. Bei der Vollversion würde ich auf jeden Fall mehr Fokus auf die Story legen. Und auch da ein paar Sachen nachfragen. Jetzt hier in der Beta. Muss es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt sein. Vor allem dann auch alles in einem Rutsch spielen mit einem Charakter, nicht immer hin und her wechseln die ganze Zeit. Aber das ist ja jetzt eher zum Testen, weißt du? He didn't mention coin, did he? If he wants his weapon, you will need to pay. You need to pay. You need to pay. Hm. Ja, die 20 Gold habe ich gerade so. Wait. The old man sold me this too. He said he didn't need it anymore, but I think he'd want it back all the same. Alles klar. No charge. Ja. Naja, gehen wir mal davon, also ich hoffe mal, ich gehe mal davon auch aus, dass es auf Deutsch wird, oder? Alles andere wäre ja wirklich schwach, sage ich euch ganz ehrlich. Ein Spiel dieser Größenordnung, bei dieser Beliebtheit in einer deutschen Region, wenn das nicht alles komplett auf Deutsch vertont ist, aber die Trailer sind ja auch schon auf Deutsch vertont. Also ich gehe mal davon aus, dass es alles Deutsch sein wird. Dann hat es auch noch für mich ein bisschen mehr Feeling, weil ich muss ganz ehrlich sagen, teilweise hier die Schwimmen, also tut mir leid, wer da erzählt, der englische Synchro ist immer automatisch viel krasser und so. Habt ihr mal zugehört jetzt hier bisher? Bei einigen Stimmen, gerade bei den Kollegen, gerade dem Verkäufer. Also, wenn das jetzt krass gewesen ist, synchronmäßig, naja, keine Ahnung, dann verstehe ich wahrscheinlich gar kein Englisch. Also, wir Deutschen, also im deutschen Sprachraum kann man sich schon glücklich schätzen. Wir haben schon sehr, sehr, sehr gute Sprecher. Amulet. What is it? The Mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages. Sworn to protect Sanctuary from demons. These days, we are few in number. There is another Haradrim. Donan. His breadth of knowledge about demons is equal only to his hubris. Sounds like he could help us. Hmm. You should seek him out in Skosglen. But don't forget about the cathedral. They'll be expecting you, and they might prove to be useful allies too. You're not coming with me? I'm going to the dry steps to find out who that pale man is. Join me when you can, just be careful. Your ties to Lilith, the visions you see. You are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Sometimes our paths in life are set to collide. We just don't know it. Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. The wanderer lost in the storm, fed the blood of Lilith, saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny? Or some greater power pulling the strings? I did not know. But at the time,
I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Wobei man sagen muss, der Sprecher ist schon sehr gut. Also, man, also auch unsere Stimme ist auch ganz gut, aber teilweise sind auch trotzdem Stimmen dabei, vor allem mit dem Akzent. Also das, naja. Was ist denn jetzt los? Ja, ja, komm, geh weg. Was ist das denn, Alter? In mein Gesicht rein, oder was? So. Aha! Okay. Jetzt bin ich hier mit den anderen in einer Welt, oder was? Schließe den Prolog ab. Ach, wir haben den Prolog jetzt abgeschlossen. Und jetzt? Chatwood. Pinnert. Na gut. Okay. Jetzt kann ich nur noch diese Nebenmission machen, oder? Ort markieren, bitte. Nee, das kann ich auch machen, ne? Das kann ich auch machen, ja. Okay, ich dachte schon. Also jetzt teilt man die Welt mit anderen Spielern. Das heißt, jetzt, erst jetzt könnten auch diese World Events stattfinden. Das wäre natürlich ganz geil, wenn wir also eins erleben würden, ne? In sin, children of darkness. But the Father's light can be sought through penitence and faith. Walk in the light. We must be ever vigilant against sin, brother. Yes, Reverend Mother. Let the light of Inarius burn away wickedness. Let not temptation lead you from his holy radiance. Let righteousness sear away corruption and sin. Cast out thy darkness, for only light must remain. Cast out thine darkness, for only light must remain. Is this the one from Nevest? Yes, Reverend Mother. Did Lorath not accompany you? He sent me on without him. Putting faith in that old man was a mistake. What could possibly be of greater import? Lilith. So, you know. We have received word from one of our knights of a demon sighting in Gale Valley. The description matches too closely to the sighting in Nevest. If you would travel to Yelesna and take stock of events there, you would have the gratitude of the Cathedral of Light. I had thought to send Lorath, but... Again, he fails in his duty. With or without Lorath, the will of Inarius shall be done. Here, take the knight's report before you go. I can't do that here. Reverend Mother. I received a report of a potential demon sighting. Horned woman near Yelesna Mines. Performed routine inspection. Nothing yet. Sent in priest and escort of knights. We'll report in when we find something. Hey, ich will jetzt mal wieder ein bisschen kloppen hier. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob wir einfach nicht mal die... die Gespräche, auch wenn wir die jetzt zum ersten Mal hören, einfach überspringen, weil wie gesagt, zur Vollversion werde ich mir das sowieso nochmal genauer anhören. Ich habe mir jetzt nicht mal die Hälfte von den ganzen Sachen angehört, nicht mal die optionalen Gespräche. Normalerweise würde ich das machen eigentlich. Weil ich hätte schon Bock, zumindest mal richtig abzuchecken. Oh, ist interessant, lohnt es sich da so ein bisschen mehr nachzuhaken. Das habe ich ja bisher gar nicht gemacht. Eigentlich können wir das auch überspringen, damit wir mal ein bisschen mehr Gameplay sehen jetzt hier. Aber zur Vollversion hätte ich schon, wie gesagt, ich persönlich hätte schon Bock da mehr auch auf die Fokus, auf die Story Fokus zu legen, so rum.
Zeig doch mal ein paar hier Gegner. Was soll denn das? Die Leute wollen noch mal ein bisschen was sehen hier mit dem Knüppel. I'm not ready yet. Und irgendwie finde ich, dass die Stimme von unserem Barbaren sich anhört wie der deutsche Kratos-Sprecher, nur halt auf Englisch irgendwie, so ein bisschen. Ah, kann ja sein, kann ja sein. Vielleicht ist es das ja sogar. Wer weiß ja. I must wait. So ein bisschen, obwohl ja. In manchen Situationen. Aber wo sind die Gegner hier? Ist irgendwie viel zu ruhig. Was war das denn jetzt? Fünf zersplitterte Gipfel angesehen. Okay. Wo sind die Gegners? I must wait. Wo sind die Gegners? Da unten ist eine geile Truhe. Das sieht aber nicht irgendwie. Irgendwie ruckelt es, seitdem ich hier auf dem Server bin. I'm not ready yet. Was soll das, Alter? Das sah nicht so richtig aus. Na, endlich! Komm her hier! Also der Knüppel haut schon ganz gut rein und zack, das ist der Angriff. Den finde ich richtig geil. Der haut richtig geil rein. So ein geiler Flächenangriff, der eine gute Breite hat, der eine gute Reichweite hat auch. Das ist schon nicht schlecht, oder? Das ist schon nicht schlecht. I must wait. Kommt her, ihr Schweine. Zack. Da fliegen die Körperteile. Jawohl. Scheiß Kuhle, ihr habt gar keine Chance gegen mich. Also auch der Barbar, der ist schon cool, Mann. Mann, das macht alles irgendwie Bock. Alle Klassen machen irgendwie Bock. Schwierig, schwierig, schwierig. Ganz schwierig, Freunde. Ja, kommt ran hier. Kommt, zack, ey. Hammer. Warum kann ich nicht dauerhaft diesen Buff haben? Yeah. Flinker Jäger. Nice. Also ihr seht schon, die Kombi, die ich mir jetzt hier rausgesucht habe von den Fähigkeiten her, finde ich schon. Die haut schon gut rein, oder? Die haut schon ganz gut rein. I'm not ready yet. Ich glaube, das kann man später auch noch ein bisschen upgraden, dass man vielleicht zweimal hintereinander dashen kann. Das wäre natürlich auch ganz nice. Ist das jetzt hier? Stallmeister. Grenzer Zugang. Aber man muss einfach in der. Okay. Einfach in der Story voranschreiten. Na, kein Problem. Soll ich das einfach mal überspringen? What do you need? Komm, wir überspringen das mal, ja? Auch da könnt ihr mir gerne mal ein bisschen Feedback lassen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht bis wann. Wurde irgendwie. Gab es jetzt irgendwie eine Verlängerung oder sowas bei der Meta? Oder? Weil einige hatten geschrieben, bis zum Montag geht die. Aber das ist doch nur vom 17. bis zum 19. Weißt du, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt jetzt, ehrlich gesagt. So. Gucken wir mal einfach ganz kurz. Obwohl, ich mache nebenbei mal. Aber ihr könnt es auch gerne nochmal reinschreiben, falls ich das jetzt. Ach, Junge, ey. Ey, das ist so nervtötend, Alter, dass du auf irgendeiner Seite bist und immer erst diese scheiß Cookies abgefragt werden. Das ist... schön. Schön, wie die platzen. Ach, guck mal hier, was habe ich hier für geile Schuhe? Wo habe ich die denn gefunden? Auch nicht schlecht, die Fellhose. So, sogar noch besser. Jawoll. Man muss auch gut aussehen, ne? Was wollt ihr, Scheiße? Ey?
Schade, dass man nichts mitnehmen kann, ey. In die Vollversion, so von der Ausrüstung her. Dass man sagen kann, ey, keine Ahnung. Ein Item, was ich gefunden habe, will ich gerne mitnehmen. Oder sowas, weißt du, dass ich entscheiden muss. Ein Item, eine Waffe oder ein Oberteil oder so. Und du kannst entscheiden, welches es ist. Also als kleiner Joke. Oh, ey, geil, eine kleine Schildkröte, ey. Was zieht euch weg von der Schildkröte? Boah, das haut so gut rein, ey. Das haut so gut rein. Auch sehr cool, wäre so nach vorne dasht teilweise. Was wollt ihr denn? Zack, einfach weggehauen. So. I must wait. More strangers in the camp. Hast du was zu sagen, Junge? Will der Stress oder was? Ja, ich bin ein Fremder, trotzdem schon höher angesehen als du, jemals. Ah, ich weiß nicht, ey. Irgendwie würde ich das schon gerne anhören, aber ich weiß ja, irgendwann werde ich es mir nochmal komplett anhören. Ach, keine Ahnung. You should be worried about them too. Maybe you can help me. I don't have enough fury. She did. The horned woman is the demon Lilith. No, that can't be. My mother taught me that name. You speak of the daughter of hatred. Did Prava mention me? She wasn't angry, was she? There's more than your job at stake here. Come on. Let's get this over with. Okay, ich habe jetzt selber nochmal nachgelesen, also wirklich 20. bis zum 20. März 20 Uhr. Ja, also. Oh. Können wir bestimmt noch mal ein, zwei Parts vielleicht aufnehmen. Oder vielleicht mehr, je nachdem, wie ihr Bock habt. Yet. The damn hoist is stuck. We've got to go on foot. Look out! Ja, alles gut, ey. Out of fury. It's mine now, girl. She gave it to me when I let her and her friend pass through. Alles klar. Kann man so machen, ne? Whoa, geil. Komm, wo sind die Gegner? Komm, ich will noch mal ein paar mitnehmen jetzt hier. Komm, wo seid ihr? Zeigt euch. Sehr gut. Richtig geil mit dem Boss. Also manchmal ist es schon ein bisschen komisch, wie die hin und her glitschen und so. Aber ey, jetzt werde ich aus Versehen wieder... Ja, wollte ich doch gar nicht. Aber gut, ist ja auch alles eine Beta. Und vor allen Dingen hat man hier das Gefühl, 3 Monate vor Release, es ist wirklich eine Beta. Nicht so Battlefield-Style, 3 Wochen vor Release nochmal eine Beta machen, angeblich Beta. Wo du ja auch so denkst, Alter, die Änderungen werden wahrscheinlich nicht zum Release schon geändert werden. Naja. Oder 2 Wochen vor Release, so. Das ist nicht wirklich eine Beta. Das muss man schon früher testen, finde ich.
Vor allem auch dann, um genug Zeit zu haben, das Feedback auch dann mitzunehmen, gegebenenfalls. Wenn man dann wirklich Wert legen würde auf eine, auf Feedback von den Leuten. Naja. Aber das ist ja ein anderes Thema. Lächerlich! Lächerlich, Junge, geh down jetzt hier. Hab zu tun, ne? So. Haben wir irgendwas Besseres bekommen? Oh, yes. Auch nicht schlecht. Ey, das sieht aus wie eine Rüstung aus God of War Ragnarök, Alter. Ohne Scheiß. Habt ihr die besiegt? Habt ihr zusammen es geschafft, einen zu besiegen? Ich bin stolz. Ich bin stolz. Ach, guck mal hier. Was haben wir denn hier noch? Aufstampfen. Defensiv. Stampf auf den Boden verursacht 13 Schaden. Schlachtruf. Lasst einen Schlachtruf erschallen, der 6 Sekunden lang eure Bewegungsgeschwindigkeit um 50% und eure Ressourcenerzeugung um 30% erhöht. Klingt nicht schlecht. Eisenhut. Stehlt euch und erhaltet eine Barriere, die 5 Sekunden lang 50% eures verlorenen Lebens absorbiert. Auch nicht schlecht. Verspottet Gegner in der Nähe. Ich würde sagen Schlachtruf, ehrlich gesagt. Irgendwie klingt Schlachtruf nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Oh, kriegst du Schaden? Beams are too damn old. Shaking like leaves. Ja, der Barbar ist auch schon ganz geil, Mann. Ach, Leute, ich weiß nicht. Ich wüsste nicht, wen ich nehmen soll, ey. I must wait. Am besten einfach alle, ey. Ja, diese Steinwelle nach vorne ballern. So cool. I'm not ready yet. Ey, wie die zerfetzt werden. Hammer. Hammer geil. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss, ey. Ja, mit der Kiste. Dead End. Ey, Dead End. Ey, Leute, ihr, das sind doch eure Höhlen, Alter. Ich komme hier zum ersten Mal hin. Ne? Warum führen die mich nicht? What's special about this place anyway? What would draw Lilith here? Hell if I know. Prava doesn't tell us anything. No one goes in, nothing comes out. That's all. Das sieht irgendwie nach dicken Fight aus. No lift. The jam must be deeper down. Locked. Over here. I can squeeze through to the other side. Wait, hold on. And there she goes. Was soll der noch machen, ne? Enemies approaching. Nowhere to go. The fight's coming to us this time. Ey, dieser Angriff ist so geil. Oh, was ist das denn für einer? Yes! Let's go! Let's go! Das ist nicht so gut. Wohl? Von den Boni. Von den Boni ist natürlich trotzdem besser. Plus 6 alle Werte. Nehmen wir das einfach mal rein. I'm not ready yet. That was. Quick thinking.
Why would your mother leave you like that? She wouldn't. Or she shouldn't have. I'm sure she had good reason. I must wait. Besudeltes Skelett. Parecke. Haut so gut rein, ey, das haut so gut rein. Der Mind's caving in. I must wait. Aber man ist direkt im Flow, wa? Richtig so im Tunnelblick, im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach nur nach vorne gerichtet, einfach alles kaputt schlagen, alles kaputt looten. I must wait. Ja, damit. Junge, haut der rein, ey, geil. Richtig nice. Richtig nice, ey. I must wait. Was ist hier los, Junge? Leute, ey, ich, Junge, wirklich, ey, vor allem wenn der Totenbeschwörer, der Droide auch noch so wie geil sind. Was soll ich denn nehmen, ey? Was soll ich denn nehmen? Ich habe sogar schon überlegt, aber es wird halt auch zu viel, ich will jetzt auch nichts versprechen. Das sind einfach nur so irgendwelche Gedanken, irgendwelche Überlegungen, die ich jetzt mit euch einfach teile, sag ich mal. Sogar schon überlegt, eine Klasse im Stream oder sowas zocken und eine einfach so als Videos einfach. Keine Ahnung, aber ist auch so dumm, ey. Lieber auf eins fokussieren und das wenigstens dann geil zu Ende bringen. Weißt du, wenn überhaupt dann. Okay, man kriegt Schaden, gut. Jetzt habe ich es auch festgestellt. Ich hatte die ganze Zeit irgendwie Befürchtung, aber irgendwie wurde ich bisher noch nicht getroffen. Ja, keine Ahnung. Wird denn auch. Wird denn, denke ich, auch mal zu viel am Ende. Aber. Es ist schon nice so. Es ist halt. Ich weiß nicht, irgendwie will man alles haben, weißt du? Irgendwie hat man Bock auf alle geilen Klassen. Und bisher gefallen mir alle gut. So, weg mit dem Scheiß. Over there. An opening. Go. Naja, keine Ahnung. Ah, noch ein Level up. So, was ist das jetzt hier? Schlachtruf macht euch unaufhaltsam, solange er aktiv ist. Boah, nicht schlecht. Ich will aber das jetzt hier, warte. Also hier, wie gesagt, aufwühlen ist schon nice. Boah, das sieht ja cool aus. Das sieht ja cool aus hier. I'm not ready yet. Tunnel's closed. We're trapped without the hoist. Look, there she is. That statue. It's her. The way I saw her. Lilith. We need to find my mother. Tja, jetzt ist halt nur die Frage, wie wir jetzt hier runterkommen. Hier hinten einmal weiterlaufen? Ah, einmal rum, okay. Einmal rumlaufen, bitte. I'm not ready yet. Das sieht schon ganz cool aus. Okay, wer hat die hier alle platt gemacht? Over there, the hoist. At last, I'll ride out.
Slain? What happened? Das frage ich mich aber auch. Ey, ey, ey. We need reinforcements. No, we can do... What was that? It came from beyond the gate. No. The escort. They're all dead. Over there. A woman. Vigo. It was one of the women you sent. Only she wasn't human. She was a demon. Like the statue. Claims she mothered sanctuary. It was a damn bloodbath. The other woman, Vinard, where is she? She begged for her life. Well, I spared her. Let her deeper in. Give up, girl. She's lost. Vigo, you must listen. Steel did nothing. Well, spells. Prayers. All useless. Go to Korval. Tell Pro. Raise the army. The father. Evil itself mocks sanctuary. Do this for me. He is dead. I'm done for. Your mother told me this trinket would bring good fortune. To think I trusted her. She bribed you with it, didn't she? You weren't supposed to let her through at all. But it's not too late. She can still be saved. Not by me. Not anymore. Prava will know what to do. You're leaving us? Abandoning her? There's nothing left to abandon. She's good as dead. I'm sorry, kid. He really just left us. It's up to us now. Ey, wer sagt, dass ich hier bleibe? Vielleicht hau ich auch ab. Lilith can't be too far. Ach, als wenn man gegen die kämpft jetzt schon, oder? Gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier aber erstmal Schluss. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf noch ein bisschen mehr, lasst mich das gerne wissen. Jetzt haben wir wirklich alle Klassen angeguckt, auch nochmal den Barbaren ein bisschen näher. Wie gesagt, die anderen Fähigkeiten beim Barbaren haben mir jetzt selber nicht so wirklich zugesagt. Zerteilen, ja, wie gesagt, das hier einfach nochmal draufschlagen, das auch. Da hat mir das irgendwie am meisten Bock gemacht, wegen dem Knüppel, den ich habe. Und das hier mit Abstand, die coolste Fähigkeit, finde ich. Das ist auch nicht schlecht, weil es auch so ein Splash-Damage hat, ja. Wirbel eher wirklich lame, das habe ich glaube ich auch gezeigt im ersten Video. Zerteilen ist halt auch normaler Angriff. Und das ist halt auch nur ein mäßig normaler Angriff, der einfach, ja. Das finde ich schon am coolsten. Das habt ihr ja auch gesehen. Wie geil ist Reinhold. Schlachtruf ist auch nicht verkehrt eigentlich. Hm. Was man dann hier nehmen würde. Kriegsschrei, keine Ahnung, ja. Ansturm. Naja gut, ja, ey, wie gesagt. Alle drei Klassen machen mir Bock. Ich habe keine Ahnung, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich, welche ich nehmen würde, um die dann durchzuziehen. Keine Ahnung. Naja, gut. Das war's, danke fürs Zusehen und haut rein.